Hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne and Liberty. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hierhin geritten, wollte ich gerade sagen, aber wir laufen ja immer. Sind wir hierhin gelaufen und wir suchen eigentlich den Wachhauptmann, war es, glaube ich. Schauen wir nochmal, ich vertue mich da immer. Erfülle den Vertrag. Ja gut, hier steht jetzt natürlich wieder nichts drin. Ich bin immer noch der Meinung, das ist der Typ da hinten, Leutnant der Wache. Allerdings, wo sind denn jetzt die Wachen hin, die hier eben... Ah nee, der Typ da hinten, habe ich gedacht. Hauptmann der Wache. Das ist der Lieutenant der Wache. So, ich werde ihn jetzt nochmal versuchen anzusprechen, damit uns nichts entgeht. Jetzt ist das F schon wieder weg. Ja, es wäre schön, wenn du ihn nehmen würdest als Ziel. Gerade stand noch F drin, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Na gut. Dann halt eben nicht. Können wir mit dir vielleicht reden? Nichts zu melden. Ja, das habe ich irgendwie erwartet. Na gut, also. Wir wissen immer noch nicht so genau, was wir hier machen. Wir sollen hier zum Rotmondsee gehen. Da sind wir. Es wird hier nichts auf der Karte markiert, was immer sehr schlecht ist. Und ja, man kann da meistens auch dran sehen, ist es ein gut gemachtes Spiel oder muss es man da halt eben viel suchen. Erfülle die Urstella, den Urstellafelder Vertrag, da kann ich auch nichts anklicken. Ich habe aber irgendwo was mit einem Hauptmann gelesen, meine ich. Deswegen war ich jetzt eigentlich der Meinung, dass er das jetzt gewesen ist. Aber ich kann auch nichts anderes anklicken. Das ist aber auch das von dem Zwerg hier. Oder Kobold war es, glaube ich. Geh mal eben hier rein. Können wir da was machen? Auch nicht? Wachmann, Wachmann. Da sind Spinnen. Also mit dem Lieutenant können wir auf jeden Fall reden. Aber ich glaube, da haben wir beim letzten Mal schon mitgeredet, oder? Are you an adventurer? We are from the Watch, guarding all the way from Carmine Forest to Urstella Fields. Ja, mit denen können wir auch nichts machen. Schauen wir hier nochmal kurz, ob wir hier irgendetwas haben, was wir vielleicht lesen können oder so. Irgendein Hinweis darauf, wo der sein könnte. Auch nicht. Aber diese geistreichen Aussagen. Na gut. Ja, dann wüsste ich es wirklich nicht. Hier unten kann man auch nichts sehen. Dann werde ich ihn jetzt mal suchen und werde euch dann gleich wieder hinzuschalten, wenn ich ihn gefunden habe. Obwohl ich immer noch glaube, dass das hier der Hauptmann ist. Weil die haben ja gesagt, wir sollen zum Hauptmann der Wache gehen. Hauptmann der Wache stand da, glaube ich. The crypt of the ancient king is now called Celius's Abyss after Celius, one of Gridal's five disciples, went into hiding there. Celius filled the tomb with skeletons and liches and secluded himself in the depths. Nobody knows what he is doing in there. Ja, das war der Abgrund von Synois, was wir zwar nicht suchen, aber was ich euch nicht vorenthalten wollte. Und hier haben wir noch etwas zum Lesen. Bestarium der Monster Laslans, Band 3, Monster des Karmesinwalds. Eines Tages fiel die Arkheim-Legion mit einer gewaltigen Operation in Laslan ein. Der Widerstand tat sein Bestes, um Laslan zu verteidigen und die Arkheim-Legion wurde in den Norden der Ruinen von Turain getrieben. Als sie sich gerade zum Sieger erklären wollte, sagte einer der Bauern, dass sein Kind verschwunden sei. Das Kind und seine Freunde verirrten sich und liefen in den Karmesinwald.
Obwohl sie das Leben zahlloser für einige wenige Kinder aufs Spiel setzten, waren Hauptmann da Vinci und seine Untergebenen mutig genug, um ihre Waffen zu greifen und in den Karmesinwald vorzudringen. Hauptmann da Vinci, ich glaube sogar, das ist der, den wir suchen. Sie erkundeten das Gebiet und retteten die drei Kinder, die in Morokais Nest gefangen waren. Doch was sie dort sahen, schockierte die Mitglieder des Widerstands zutiefst. Da müssen mehr als 1000 Spinnen gewesen sein und sie waren alle mit Spinnenweben bedeckt. Von den Eiern ganz zu schweigen. Da waren überall Eier. Sie füllten die gesamte riesige Höhle aus. Ich dachte, er übertreibt vielleicht, aber einer der Soldaten des Widerstandes, der neben uns saß, nickte nur mit ernstem Gesicht. Dies war eine berühmte Geschichte unter den Widerstandskämpfern von Laslan. Nach der Rettung der Kinder befahl Da Vinci den Soldaten, alles in der Höhle niederzubrennen und das Spinnennest wurde zerstört. Doch hier endete die Geschichte noch nicht. Die Soldaten des Widerstands sagten, dass sie einen schrecklichen Schrei hörten. Etwas derartiges hatten sie noch nie zuvor vernommen. Jemand kreischte. »Meine Kleinen, meine Kleinen!« Wer sonst hätte es sein können? Es musste Morokai sein. Das schreckliche Monster kümmerte sich um diese Spinnen. Da Vinci hieß der Kerl, glaube ich. Das Problem ist, dass wir ihn trotzdem nirgendwo finden. Ich bin jetzt hier schon ein paar Mal hin und her gelaufen. Was ist denn hier unten? Ist das irgendein Eingang, ne? Ah, da gibt es aber auch noch was zu lesen. Teil 3. Die Geschichte war wirklich kaum zu glauben. Der Karmesinwald wurde wieder zum Sperrgebiet erklärt, obwohl niemand versuchte, in den Wald zu gehen. Musste ich meiner Neugierde einfach nachgeben. Ich ging zur Wache und bat sie, mich nur einen Blick auf Morokai werfen zu lassen. Nachdem sie ihnen lange genug auf die Nerven gegangen waren, ließen sie mich schließlich eines ihrer Ferngläser ausleihen, sodass ich Morokai aus der Ferne beobachten konnte. Was mich am meisten schockierte, war die Tatsache, dass die Gerüchte, die ich gehört hatte, allesamt der Wahrheit entsprachen. Nichts davon war eine Übertreibung. Sogar jetzt, da ich diese Worte zu Papier bringe, befürchte ich, dass mir dieses Monster heute Nacht in meinen Albträumen begegnet wird. Aus meinem Rücken ragen riesige Spinnenbeine. Wenn man genau hinsieht, erkannte man, dass die Monster zu zwei gigantischen Spinnen gehörten, die Morokai mit sich trug. Das ist die Beine, so. Während er durch den Wald lief, streichelte er die Spinnenbeine mit seiner schwächlichen, verrotteten Hand. In der anderen Hand hielt er mit festem Griff einen Stab. Und ja, an diesen Stab hing sein schreckliches, schlagendes Herz. Nachdem mir dieser abscheuliche Anblick zuteil geworden war, warf ich das Fernglas fort und erbrach mein Frühstück. Ich überlegte hin und her, ob ich überhaupt über dieses abscheuliche, widerliche Schauspiel schreiben sollte. Mein Ziel ist jedoch, alles ohne Ausnahme über jede Kreatur, die existiert, aufzuzeichnen. Deshalb traf ich schweren Herzens die Entscheidung, das Gesehene zu Papier zu bringen. Falls es ahnungslose Abenteurer gibt, die es wagen wollten, den Karmesinwald zu betreten, hoffe ich wirklich, dass sie diese Aufzeichnungen sehen und es sich doch noch einmal überlegen. Ja. Nach dem, was da stand, hoffe ich das irgendwie auch. Also hier unten, ich glaube, das ist auch nicht mehr der Karmesinwald, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht mehr in der Nähe von dem See. Also ich finde viele Hausschweine, viele Spinnen, die hier rumlaufen, den ein oder anderen Untoten, aber ich finde halt nicht diesen Hauptmann. Untote Hauerschwein, da kann ich mich hochziehen lassen. Bringt uns das irgendwas? Ja, da sind halt nochmal andere Wachmänner, aber... Hallo, ich wollte gerade mit euch sprechen. Geht es noch? Gucken wir mal eben hier oben, aber da kommen wir halt wieder zurück, ne? Ne, das sind wieder komplett die Urstella-Felder. Ja. Es ist doof. Es ist wirklich doof.
Heilpilze schön und gut, aber man kann halt auch mit keinen hier sprechen, ne? Also, sprechen schon irgendwo. Aber ich kann halt mit ihm nicht sprechen, das ist das Problem. Ich habe ihn sogar schon als Ziel gewählt. Auch wenn er, ja gut, er heißt Ruffello, okay, aber trotzdem, ich kann halt mit keinen von denen sprechen, das ist das Problem. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich könnte nochmal zurückgehen, ob ich da irgendwas triggern kann, mir nochmal angucken, ob ich vielleicht irgendwo einen Hinweis finde. Aber wie ihr seht, also ich bin jetzt hier schon mehrfach rumgelaufen. Ich finde diesen dämlichen Hauptmann einfach nicht. Ihr Lieben, ich habe jetzt gerade aber etwas anderes rausgefunden und das verwirrt mich jetzt ehrlich gesagt noch mehr, weil wir sind ja eigentlich hier bei diesem Kapitel 13. Anhänge verfügbar, was auch immer das jetzt heißen mag. Und da sind wir ja bei dieser Quest hier. Aber wenn ich jetzt auf Erkundung gehe, da wird mir hier noch so viel angezeigt, was wir noch nicht haben. Und der Karmesinwald ist da noch nicht freigeschaltet. Ich verstehe das nicht so ganz, weil die schicken mich ja in den Karmesinwald. Also ich verstehe nicht, warum sie mich dann dahin schicken, wenn das noch nicht freigeschaltet ist. Aber es könnte eventuell damit zu tun haben, weil das hier noch nicht freigeschaltet ist, ist jetzt nur eine Vermutung, dass wir deswegen auch noch nicht weiterkommen. Hier bei den Urstella-Feldern zum Beispiel, da waren wir ja vorher, da haben wir ja immer noch drei Sachen nicht gemacht. Einmal die Monumentsteine, wo ich überhaupt nicht durchblicke. Jetzt hoffe ich allerdings nicht, dass man die wirklich machen muss, um ins nächste Kapitel zu gehen. Das wäre ziemlich blöd. Stufe 18 haben wir anscheinend auch noch nicht erreicht, weil da steht nämlich Treffen mit einem Freund im Feld. Da kann ich mich auch gar nicht dran erinnern, beziehungsweise das scheinen wir auch nicht machen zu können. Zugänglich nach Abschluss von Eschiens merkwürdiges Gemälde. Man kann ja auch nirgendwo draufklicken, das ist das Komische daran. Also ich erwarte normalerweise, wenn man sowas da drin stehen hat und das unterstrichen ist, dass man es halt anklicken kann, aber das ist auch nicht möglich. Und das hier ist auch nicht möglich, weil wir an einen Abend vor 10 Jahren nicht gemacht haben. Keine Ahnung, wo das ist, weil die hier können wir uns zum Beispiel auch nicht angucken. Vielleicht, weil wir nicht in der Nähe sind oder was, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal zu den Windhügel, zur Windhügelküste reisen oder zur Nachtheulebene und werde mal schauen, was ich da noch so finde. So, da sind wir nun. Die Frage ist jetzt nur, warum ja? Ach, sind das die Stufen 8 bis 11? Das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Die Frage ist jetzt nur, können wir, wo bin ich jetzt hin? Nachtheulebene. Ja, genau. Wir sind jetzt in den Nachtheulebenen und wir können jetzt auch die Sachen hier anklicken. Das heißt, ich werde das mal hier reinmachen. Sprich mit dem Jäger, gefährlicher Edelstein, Geistergeschichten. Geister, ja gut, das können wir erst, wenn wir das oben gemacht haben. Jäger der Ebenen. Neubeginn des Zeitalters der Wölfe. Ich schmeiß die jetzt mal einfach alle hier drauf. Weil das Problem ist halt, ja, die anderen kann ich leider nicht wegmachen. Das ist das Blöde. Da hinten ist was am Leuchten. Gehen wir da doch mal als erstes hin. Ach da, der Jäger. Ich dachte eigentlich, wir hätten das schon gemacht. Ach nee, Moment, mit dem haben wir tatsächlich nicht gesprochen, ne? Oh, I failed again. Was ist dir misslungen? Oh, don't you know about sheepish reconnaissance? It's a tradition where hunters make a journey among the wolves when morphed into the weakest animal, the sheep, to test their courage. Oh. Wir konnten uns doch, glaube ich, in ein Schaf verwandeln, oder? If you want to be recognized as a true hunter, you have to pull this off, and it's not easy. Would you care to give it a try? You can start by finding the sheep morph stone at the western campsite. Ja, sicher, warum nicht? Aber was muss ich da machen? Das ist die Frage. Nutze den Schafverwandlungsstein und begib dich,
Begib dich zum nördlichen Pilgerstein beim nördlichen Lager. Oh, ich hätte hier alles anmachen sollen, glaube ich. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Wie kann derzeit nicht benutzt werden? Bist du doof? Hallo? Ich will das aber benutzen. Ah, nee, oder ist das hier das? Ach, das war der falsche Stein. Das eine ist eine Statuette. Kein Stein. Ich muss dahin, wo es leuchtet, glaube ich, oder? Moment, zum, was habe ich gesagt? Zum nördlichen Pilgerstein. Nee, das ist gefährlicher Edelstein. Nördlicher Pilgersteinpfad. Kann ich hier? Wie war das hier? Persönlicher Pin. So. So, das heißt dahin. Oh, da ist auch noch was zu lesen. Moment, können wir das? Ach, wenn ich laufe, bin ich kein Schaf mehr, oder was? Och, nö. Gnadenloser Dämon Khazar. Khazar ist ein unsterblicher Geist, der aus der Dunkelheit geboren wurde. Er begab sich auf einen bitterbösen Feldzug, auf dem er seine Feinde abschlachtete. Er jagte sie erbarmungslos und nutzte seine enorme Kraft, um ihre Knochen zu zermalmen, ihr Fleisch zu verzehren und ihr Blut zu trinken. Khazar ist die pure Wiedergeburt des Bösen, emporgestiegen aus den tiefsten Tiefen der Hölle. Das ist doch doof, wenn man noch nicht mal was lesen kann, dann. Ich kann leider jetzt das Let's Play nicht mehr machen, weil ich muss hier rüber. Oh, da ist ein zorniger Wolf. Alter! Die nicht zornigen Wölfe greifen mich auch schon an. Ach du Scheiße. Hilfe. Scheiße, die sind immer noch hinter mir her. Haut ab. Nein, ach, hier sind doch noch so viele Wölfe. Oh. Boah, ihr könnt mich doch mal. Was macht ihr denn hier mit mir? Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich glaube, ich habe auch irgendwie den dümmsten Weg mittendurch jetzt gerade gewählt. Nein, hau ab. Äfft euch. Was muss ich denn machen, wenn ich hier bin? Der kommt mir aber nicht hinterher, da hinten, der Zornige, oder? Was muss ich denn jetzt machen? Moment, nutze den Schafverwandlungsstein beim westlichen Lager und begib dich zum nördlichen Pilgerstein. Ja, da bin ich doch. Und jetzt? Hilfe! Was soll ich denn hier machen? Hallo? Wenn ich mit jemandem rede, ist das doch wieder raus. Ah, okay. Okay, ich darf da drauf drücken. Das wäre nämlich jetzt doof gewesen, wenn das dann weg gewesen wäre. Nutze den Schafverwandlungsstein beim nördlichen Lager und begib dich zum Wachturmpilgerstein. Okay, das ist der Schaf. Okay. Hier war aber gerade noch was zu lesen. Da. So, Bestarium der Monster Laslans, Band 2. Der weißgehörnte Hamel und Wolfskönig Iskale. Verfasst von, ihr wisst schon, seid ihr je einem Mädchen auf dem Stadtplatz von Castleton begegnet, das verängstigt ganz am Rand stand? War das die Kleine? Ich kenne mehrere Leute, die sich diesen Mädchen genähert haben, um zu sehen, wie sie ihr helfen können. Alle von ihnen erhielten dieselbe Reaktion, ein kalter Blick und Schweigen. Dann war sie es wohl doch nicht. Auch ich versuchte, ihr zu helfen und wurde auf gleicher Weise ignoriert. Ich war so neugierig, was ihr Angst bereitete, als ich in der Nähe blieb und sie stundenlang beobachtete. Nach einer Weile seufzte das Mädchen und sagte schließlich, »Ich weiß deine Sorge zu schätzen, aber du siehst so schwach aus.« Was für eine Art von Reaktion war das? Doch ich ließ mich von ihrer Antwort nicht beirren. Vielleicht bin ich ein weitgereister Schriftsteller, daher gehörte Kraft noch nie zu meinen Stärken. Aber ich bin ein guter Zuhörer. Wie wäre es, wenn du mir deine Geschichte erzählst? Vielleicht kann ich dir dabei helfen, jemanden zu finden, der helfen kann. Das Gesicht des kleinen Mädchens strahlte mich plötzlich an, und sie war einverstanden, ihre Geschichte zu erzählen. Die friedlichen Nachteulebenen nördlich von Castleton beheimateten seit Angebiet der Zeit zahlreiche Hirsche und Wölfe.
Die Wölfe lebten in den Wäldern und Höhlen nahe der Hügel, auf dem die Abtei von Castleton liegt. Die Hirsche lebten auf den Weiden nördlich des Sees im Zentrum der Ebenen. Ohne die Einmischung der Menschen waren zwischen ihnen diesen Tieren eine friedliche Koexistenz möglich. Das ist ja eine tolle Geschichte. Okay, Moment, wo müssen wir jetzt nochmal hin? Wachturm Pilgerstein. Wachturm. Ist das so weit weg oder sehe ich den jetzt einfach nur? Moment. Ach, das sind diese... Das sind doch diese Pilgerfahrts... Nee, gefährliche Edelsteine. Das sind die aber doch, oder? Das sind doch diese Stellen, die mir eben angezeigt worden sind. Also, Wachturm. Okay, dann mache ich hier jetzt nochmal einen persönlichen Pin hin. Und den würde ich gerne löschen. Zack. So, aber keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme. Moment. Da hinten sind alles Wölfe und ich muss in die Richtung. Ich darf nicht laufen. Also laufen, ja klar, aber ich darf nicht sprinten, was total bescheuert ist. Weil ich sag mal, auch ein Schaf sprintet, ja. Oh oh, das ist einer dieser bösen Wölfe. Nein, ich bin nicht da. Du hast mich nicht gesehen. Alter! Spinnst du oder was? Was hast du jetzt davon? Ich liebe Wölfe, aber wenn die mich hier angreifen, wenn ich hier gerade stehe, geht das noch? Nutze den Schafverwandlungsstein beim aufgegebenen Wachturm und begib dich zum westlichen Pilgerstein. War das nicht da, wo wir angefangen hatten? Das ist immer noch gefährlicher. Westliches Lager, westlicher Pilgerfahrtsstein. Zack und das raus. Oh, das ist aber nicht gerade wenig, ne? Alter, geht das noch ein bisschen weiter weg vielleicht mit den ganzen Wölfen? Oh mein Gott, ja. Ach nee, komm. Es ist ja auch noch was zu lesen. Hätte ich auch vorher dran denken können. Band 2. Der weißgehörnte Hamel und Wolfskönig Iskale. Unter den Hirschen stach einer mit einem weißen Geweih hervor. Dieser Hirsch überragte alle anderen Hirsche und den Jägern nach zu urteilen, die ihm begegneten, war sein Geweih so groß wie die Bäume von Talandre. Und seine Augen strahlten eine tiefe und anhaltende Weisheit aus, die selbst die erfahrensten Jäger davon abhielt, sich ihm zu nähern. Die anderen Hirsche gingen ihm gerade mal bis zur Schulter. Die Jäger gaben diesen Hirsch den Namen Hamel, was so viel bedeutete wie tiefes Seewasser. Hamel bedeutet unter den Jägern aber auch Weise. Die Hirsche, die von Hamel angeführt wurden, stellten sich als schwierige Jagdbeute heraus und Gerüchten zufolge ließen die Jäger Lasrans an den Tagen, an denen sie Hamel begegneten, ihre Jagd vorzeitig. Aber es heißt doch auch der Rattenfänger von Hameln. Heißt das denn das weise Dorf? Ja, so weise können die ja nicht gewesen sein, ne? Diese Schwierigkeiten hatten auch Auswirkungen unter den Wölfen, die es auf die Hirsche abgesehen hatten. Einer der bekanntesten Vorfälle, die in diese Tiere verwickelt waren, war der Kampf gegen Iskale, auch Wolfskönig genannt. Iskale bedeutet grauer Reißzahn und dieser Wolf war den meisten Jägern bekannt, da er viel größer und wilder war als die anderen der Schwarzwölfe. Nachdem er die Wölfe der Nachteulebene hinter sich vereinigt hatte, förderte Iskale Hamel zum Kampf heraus. Diese großartige Schlacht dauerte 2 Tage und einige Jäger waren Zeuge davon. Schließlich triumphierte Hamel über Iskale. Als der Anführer der Wölfe besiegt war, gab es niemanden mehr, der Hamel die Ebenen hätte streitig machen können. Und so verließ der verwundete und gedemütigte Iskale und sein Rudel die Nachteulebenen. Die Legenden von Hamel erlangte unter den Menschen noch mehr Berühmtheit und die Ebenen waren von nun an eine friedliche Region. Okay, da müssen wir jetzt nochmal eben
den Stein benutzen. Falls ich mich mal irgendwie verhaspel oder sowas beim Lesen, kann ich nur sagen, es tut mir leid, aber es ist heute sehr, sehr, sehr früh am Morgen. Und es kann sein, dass ich da... Oh, Leute. Dass meine Augen da etwas zu müde dann für sind. Ja, würde ich gerne machen, aber... Jetzt kommt der nicht. Wo läuft der denn hin? Alter, ist das dein Ernst? Jetzt laufe ich extra hier rum. Ach so, ich wollte gerade sagen, aber das ist ein Spieler, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt laufe ich extra hier rum und dann kommt mir der Wolf entgegen, hat schon ein Ziel oder kommt von einem Ziel zurück, ich weiß es nicht, und kommt mir dann auch noch entgegen. Ist das hier? Ja. So. Ist das jetzt schon der Abschluss oder muss ich noch mit jemandem reden? Gefährlicher Edelstein. Nee, das ist weg, ne? Das ist weg. Lausche den mysteriösen Klängen im verlassenen Haus beim westlichen Lager. Das ist dieser Edelstein. Aber die Pilgerfahrt ist weg. Moment. Jetzt muss ich doch mal eben gucken. Nachteulebenen. Genau, 1 von 6. Warum kann man das hier eigentlich nicht mehr sehen? Jäger der Ebenen? Oder war das das hier? Nee, das konnte ich ja noch machen. Ja, keine Ahnung. Dann sieht man die danach anscheinend nicht mehr. Ich weiß es nicht. Sieht man die denn hier noch drin? Auch nicht, ne? Sammlung? Nee, Sammlung ist ja nur... Egal. Also machen wir den Edelstein noch, würde ich sagen. Schön, hier nochmal durchreisen zu dürfen, ohne dass man angegriffen wird. Das müssen wir mal eben gucken. Achso, können wir von hier unten, wenn wir richtig stehen. Hallo? Gerade ging es noch. Hallo? Ach, kommt, Leute. Ernsthaft? Von weiter weg kann ich es machen. Hä? Ja, kann ich zumindest anklicken, aber sie macht es nicht. Wie komme ich denn da hoch? So hoch kann ich nicht springen. Ich komme ja hier auch nirgendwo hoch, dass ich mich hochziehen kann. Oder? Kann man hier irgendwo... Moment, hier kann ich hoch. Ha, bin ich clever. So clever, dass ich wieder wegfalle, wollte ich gerade sagen. Notiz eines Jägers. Der Wolfsjagdwettbewerb wird also zu Ehren von Henry veranstaltet, der so tapfer gegen Iskale gekämpft hatte. Ich kenne die Geschichten, aber es ist irgendwie anders, in einem Buch darüber zu lesen. O Fürst Trops, was für eine traurige Geschichte. Geht, geht. Geht es deinem Vater gut? Ich vermisse dich, Vater. Das war alles? Na toll. Okay, lausche den mysteriösen Klängen im verlassenen... Achso, im verlassenen Haus. Moment, wie komme ich denn da rein? Also hören kann man nicht viel. Hi. Die Friedenszone. Das ganze Land ist eine Friedenszone. Who's there? Go away. No, no, I mean help. I'm dying because of this purple gem I have. A long time ago, Chris entrusted me with this gem from Wisp Island. I got greedy and absconded with it. And it's been draining the life out of me ever since. Ich kann dir helfen. Really? I want to return it and be liberated from my pain. But I doubt Chris would forgive me.
Ich werde in deinem Namen mit ihm sprechen. Gestaltwandlung, gerissener Wolf erhalten. Ach, cool. I want to be free. I want to be free. So, aber wohin müssen wir jetzt? Das ist nicht das, was so am Blinken ist, ne? Oder doch? Chris, gefährlicher Edelstein. Das müssen wir erstmal wegmachen. So. Sprich mit Chris. Ja, ja, doch, ist richtig. Wer von euch ist Chris? Hops, Chris. Wie ich höre, gibt es einen Wolfsjagd... Nee, den will ich auch gar nicht. Ich traf Neal in dem verlassenen Haus und... The purple gem? Neal wants to give it back to me? Ja. I see. If I had known then that the gem was a fragment of the Star of Silaveth, I would never have entrusted it to him. If an ordinary man covets a star fragment, he'll be consumed by its power and eventually die. But he can't get rid of the star fragment on his own. You must retrieve it, quickly, and save him. Hurry, and bring Neal here. Tell him not to worry. I won't reprimand him. Okay, verstanden. I'll contact the Resistance and arrange to collect the star fragment. Okay. Machen wir es so. Da. Aber das ist sehr schön. Dann haben wir mal kurze Wege, die wir laufen müssen. Das finde ich gut. Ach, ich will immer eh drücken, Mann. Oh oh. Welches Arschloch bist du denn hier? You also came for this fragment, didn't you? Impossible! Ups, das war das Falsche. Das wollte ich nicht, aber ich habe ihn trotzdem irgendwie damit getötet. Ich wollte aber eigentlich nicht wegspringen. Ist er jetzt tot? Ja, es war zu spät. Es ist zu spät. Bring Neals Sternenfragment. Bring Neals Sternenfragment. Die Energie des Sternenfragments strömt weiter herein. Oh. Schon wieder reingeraten. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie ist es mir da drin zu dunkel und zu düster. Wir gehen mal wieder zurück. Sprich mit... Jetzt wird Chris mit K geschrieben, hä? Hat der sich jetzt kurzfristig umgenannt oder wie? Also hier steht er noch mit CH. Mal gucken. Können wir denn mit ihm sprechen? Ich war im verlassenen Haus. Why did you come alone? Where's Neal? Er ist... Nimm zuerst dieses Sternenfragment. What? He was murdered by an Archeum soldier? Good God. In the end, we couldn't save Neal after all. The star fragments are dangerous. You too should be aware of the power of the star fragment. This one will soon be returned to the Resistance headquarters. I can take things from here. Good job. Verstanden. Ja, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Sehr schön. Jetzt haben wir noch Geistergeschichten aus dem Gasthof. Das hört sich irgendwie lustig an. Sprich mit dem verängstigten Jäger bei Castleton. Das ist das hier, oder? Ja, ja, ja. Womit konnte ich nochmal mit B konnte ich zurückreisen?
So, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, dass wir erstmal einen kleinen Cut machen und ja, dafür sorgen, dass die Folge jetzt nicht totale Überlänge erhält, beziehungsweise auch nicht zu viele Quests dann in einer Folge sind. Aber ich finde es gut, dass wir überhaupt jetzt wieder Quests machen können, nachdem wir bei dem einen ja überhaupt nicht weiterkommen. Ich schätze mal, ich muss immer mal schauen, dass ich die Sachen in der Umgebung soweit weiter abhandeln kann. Ist die Frage, ob das andere dann freigeschaltet wird. Aber irgendwie habe ich dann ein gutes Gefühl, dass wir vielleicht mit dem Hauptmann, mit dem wir jetzt nicht sprechen konnten am Anfang, dass wir dann irgendwann soweit sind, dass wir mit ihm dann wirklich sprechen können. Zumindest hoffe ich das. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft schauen, dass ich dann immer so die einzelnen Gebiete quasi abhaken kann, was ja eigentlich auch das war, was ich machen wollte, aber scheinbar, wenn man, ja, ich sag mal, der Hauptstory folgt, kommt man dann doch irgendwie automatisch immer weiter weg. Deswegen müssen wir mal schauen, wie gut wir das machen können. Aber ich möchte natürlich alles soweit erstmal durchgespielt haben. Vielen, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Ihr Lieben, ein ganz kleiner Nachtrag noch. Ich habe nämlich in der Aufregung etwas übersehen, so wie es aussieht. Wenn man hier auf Karmesinwald draufklickt, steht hier, nutze den Karmesinwald Wegpunkt, um die Region freizuschalten. Das heißt, der Wegpunkt befindet sich hier und ich dachte eigentlich, ich hätte den schon freigeschaltet, aber offenbar habe ich das noch nicht gemacht. Und wie ihr seht, hier unten ist ja der Rotmondsee. Da sind wir gewesen und da haben wir dann ganz am Anfang nochmal was freigeschaltet, aber das ist der Abgrund, das ist eine ganz andere Region. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall diesen Wegpunkt freischalten, damit wir uns die Aufgaben dort anschauen können. Vielleicht kommen wir auch so weiter, aber ich werde erstmal die alten Aufgaben noch so ein bisschen nachbearbeiten und dann werden wir dorthin wieder zurückgehen, in einer der späteren Folgen. Jetzt aber endgültig. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!